Und hier dasselbe Problem wieder. Ich habe Startaufstellung für den Grand Prix von Ungarn. Der Grand Prix, der uns am meisten Angst einjagt, weil wir da meistens nicht so gut sind. Doppelpole für Mercedes, eine große Überraschung. Hamilton und Russell nur 6000stel voneinander getrennt auf Platz 1 und auf Platz 2. Dann die beiden Ferrari, Leclerc und Sainz und erst dann auf 5 und 6 Verstappen und Perez. Dann Alonso vor Lando Norris, der konstant in die Top 10 hineinfährt. Ocon und Gasly, auch in der Top 10 heute, noch vor Stroll und Piastri. Dann Magnussen vor Tsunoda. Zhou Guanyu auf der 15 vor De Vries, Bottas und Hülkenberg. Auf 19 dann kommen wir vor Albon, Vesti und Sargeant. Und damit Servus und herzlich willkommen zu F1 23 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Ungarn hier am Hungaroring. Und die Startposition, Platz 19, die irritiert mich doch stark, weil ich habe ja schon in den letzten zwei, drei Videos angekündigt, dass wir hier in Ungarn dann den Getriebewechsel machen werden. Und das haben wir auch gemacht. Und trotzdem haben wir keine Gridstrafe bekommen. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Aber gut, nehmen wir Platz 19. Ist zwar auch nicht die beste Ausgangslage für dieses Rennen, aber ich wusste im Qualifying schon, dass es wahrscheinlich so weit kommen wird, weil der Hungaroring uns einfach nicht so gut liegt. Ich bin in Q1 zwei gezeitete Runden gefahren und habe vielleicht ein, zwei Zehntel liegen lassen. Damit hätten wir es in Q2 geschafft, aber viel weiter nach vorne hätten wir es wahrscheinlich letztlich auch nicht hinbekommen. Von daher ist es schon okay und ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir hier mit den Medium-Reifen losfahren. Scheinbar ist eine 1-Top ganz gut mit Medium-Soft. Harte Reifen brauchen wir hier nicht in Ungarn und deshalb würde ich mit den Medium-Reifen losfahren, um am Ende noch den weichen Reifen zu haben. Vor allem, falls es da dann noch anfängt zu regnen, dann könnten wir hier hoffentlich einen kleinen Grip-Vorteil haben, zumindest so bei Mischbedingungen. Mit 2-Stop ist theoretisch auch nicht viel langsamer, aber ich bin nicht so wirklich der 2-Stopper, vor allem vom Platz 19 nicht. Von daher würde ich sagen, dass wir da mit Medium-Reifen erstmal ins Rennen gehen und dann schauen, wie lange die halten. 35 Runden hier in Ungarn stehen uns bevor. Ich hoffe, dass wir da ohne Probleme durchkommen. Ich tue mich ja nicht so leicht auf dieser Strecke. Start sieht schon mal nicht allzu schlimm aus. Da kommt Vesti mit weichen Reifen. Guter Start. De Vries mit Problemen. Oh, und wir müssen ganz außen hin. Zu spät gebremst. Auf die erste Kurve hin. Da wird es jetzt richtig eng mit Alex Albon. Aber wir haben auch nicht wirklich einen Platz verloren, sondern eher einen Platz gewonnen. Und hier dasselbe Problem wieder. Ich habe viel zu spät auf den Verkehr reagiert. Das war nicht schlau. Und jetzt müssen wir leider hier von ganz hinten das Feld aufrollen. Das war nicht gut gemacht. Schlechter Start. Ah, da vorne gehen sie zu zweit hier durch die Kurven. Das kostet richtig Zeit. Vor Albon ist jetzt schon in Lücke von 2 Sekunden. Nur weil die hier unbedingt nebeneinander durchfahren wollten. Oh, wieder der Rückstau. Da wäre ich wieder fast im Hülkenberg reingegangen. Also das ist nicht ideal. Vesti versucht jetzt da auch was. Und wir kommen hier spät auf die Bremse gegen Hülkenberg. Der hat zum Glück die Lenkung aufgemacht, weil er uns da gesehen hat. Und auch wir versuchen jetzt natürlich da davon irgendwie Profit zu schlagen von dieser Chaos-Situation hier auf der ersten Runde, die wir jetzt gleich beenden werden. Wir müssen aber jetzt erstmal von ganz hinten wieder ran. Zum ersten Mal auf Startziel gegen Hülkenberg vielleicht. Spät anbremsen. Innen rein. Das war eigentlich sehr gut gemacht. Wir verlieren nur so ein bisschen den Grip auf dem Randstein. Haben aber jetzt vielleicht ein bisschen mehr Schwung, weil wir die ganze Straße ausnutzen können und haben Hülkenberg hinter uns lassen können, sind jetzt auf Platz 21. Ja, Nick de Vries ist hier das große Sorgenkind mit harten Reifen, da geht gar nichts. Davor jetzt auch schon Albon wieder mit 1,5-2 Sekunden Vorsprung. Wir müssen da möglichst schnell an dem Alpha Tauri vorbei. Die harten Reifen sind hier auf jeden Fall richtig schlecht. Schafft Sargeant vielleicht jetzt schon? Na, wer weiß. Vesti geht erstmal an Sargeant hier vorbei, ohne DRS. Schön. Sehr schön. Und hat er De Vries auch noch? Das ist die große Frage. Kann er da außenrum besser beschleunigen? Wir versuchen innen an Sargeant vorbei zu gehen. Und dann gibt es den Kontakt. Sargeant lenkt auf uns ein, obwohl wir daneben dran waren. Zum Glück ist da nichts passiert. Wir sind jetzt mit der Nase vorne. Und Vesti gegen Sargeant, auch hier wird es spannend und wir können an Sargeant vorbeigehen. Bekommen eine Verwarnung hier, weil wir etwas zu weit uns raus haben tragen lassen, aber alles gut gelaufen. Alibaba Racing hat hier einige Positionen gut gemacht in diesen paar Kurven, auch wenn es extrem knapp war.
Ja, und jetzt geht's hier im Alibaba Racing Doppelpark Richtung vorne. Hinter uns der Fries, der kommt nicht mit den harten Reifen und Albon vor uns mit weichen Reifen steckt auch ein bisschen im Verkehr fest. Der könnte wahrscheinlich schneller, hat da aber ein langsames Auto vor sich. Ich glaube ein Alfa Romeo, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe auf der Karte. Und wir können hier im DRS an Vesti dranbleiben. Die Frage ist, wer von uns ist schneller? Vesti hat die weichen Reifen, aber wir haben das DRS. Das ist natürlich jetzt ein schwieriger Vergleich. Ich möchte ihn nicht sofort angreifen oder so, wenn wir aktuell da eine ganz gute Symbiose haben. Und jetzt sind wir doch näher dran an Vesti als geplant, machen aber den Fehler beim Rausbeschleunigen. Deshalb gibt es hier noch keinen Angriff. Es sind aber nur noch 2 Sekunden auf Alex Albon. Und ich glaube, da vorne ist eben einer der Alpine, der auch auf harten Reifen gestartet ist, der Bremsklotz. Das ist natürlich für die Strategie von dem Alpine auch nicht so verkehrt, wenn sich das am Ende bezahlt macht. Weil hier fahren sicherlich ja, mehr Fahrer nicht wirklich in ihrer eigentlichen Pace. Von daher ist es richtig nice für die mit harten Reifen. So, kommt jetzt vielleicht der Angriff. Ich glaube, wir sind einen Tick schneller als Vesti. Vesti verteidigt auf der Innenbahn. Wir bremsen spät, aber wunderbar. Haben nochmal jetzt das DRS hier, sind vorbei an unserem Teamkollegen und können uns jetzt hier mit der Kampfgruppe vor uns beschäftigen. Ich glaube, da tut sich ja auch die KI oft schwer zu überholen, sonst wäre Albon ja schon längst vorbei an Show und Co. Und deshalb ist vielleicht ganz sinnvoll, dass wir jetzt hier die Speerspitze sind im Team. So, die Top Speed ist natürlich jetzt für uns genauso wie für Albon und Co. Und trotzdem kommen wir hier in den Rahmen. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber Albon ist sehr vorsichtig und hat den Spiegel da nicht so ganz perfekt beobachtet. Und dadurch sind wir jetzt ganz ohne Probleme hier an Albon vorbeigekommen. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ja, ich denke, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo Medium- und Soft-Reifen ähnlich schnell sind. Wir haben jetzt aber einen recht guten Kurvenausgang. Und können vielleicht mit vollem ERS-Einsatz da an Guan Yu Zhou vorbeigehen. Auch Zhou sehr vorsichtig und wir haben es geschafft, hier vorbeizukommen am Alfa Romeo-Piloten. Richtig nice. Wir haben in der Zwischenzeit einen Platz gut gemacht, weil Sergio Perez aus der Führungsgruppe schon drin war. Der ist dann vielleicht der Einzige hier im Feld, der einen Zwei-Stop probiert. Ich denke nicht, dass die anderen einen Zwei-Stop probieren, so wie es aktuell scheint. Weil das war schon vor 2 Runden als Perez reinkam. Ansonsten ist alles relativ konstant. Auf Show und Albon haben wir jetzt ein bisschen Vorsprung. Die sind nicht direkt im DRS-Fenster. Und Bottas kämpft hier auch schon mit seinen weichen Reifen, wie man gerade gesehen hat. Noch hatten wir keine Gelegenheit, da anzugreifen. Bottas wirklich hart am Struggeln. Vielleicht bietet sich da für uns die Gelegenheit. Jetzt hat schon fast über eine Sekunde Rückstand auf Tsunoda. Wir können da spät bremsen, etwas später als bei den vorherigen Überholmanövern und geht uns so ein bisschen der Grip flöten hier. Jetzt nochmal DRS auf der Innenbahn. Und dann viel zu spät eingebremst hier auf diesen Linksknick. Da habe ich mich komplett verschätzt. Bottas ist durch und jetzt haben wir Sergio Perez urplötzlich im Nacken, der wie gesagt schon einmal in der Box war. Jetzt haben wir so ein bisschen hier Zeit verloren nach vorne. Das war strategisch nicht so schlau, wobei wir jetzt dann Bottas leicht überholen können, wenn er kein DRS hat. Allerdings geht er wahrscheinlich eh gleich in die Box. Also es war nicht gut durchgeführt, dieses Überholmanöver, beziehungsweise dieser Überholversuch. Und jetzt sind wir plötzlich richtig weit weg von Bottas. Ocon kommt an die Box und auch wenn Bottas kein DRS hat, können wir da doch angreifen? Wie früh hat denn Bottas bitte gebremst? Richtig krass. Obwohl wir so weit weg waren, konnten wir da problemlos später bremsen als Bottas und sind vorbei. Auch Perez dahinter will sich das gleich zunutze machen, ist auch durch. Und er wird uns dann wahrscheinlich spätestens auf Startziel angreifen. Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Okay, jetzt kommt schon die erste Regenvorhersage und 10 bis 15 Minuten, das passt in etwa zu der Vorhersage, eher die obere Grenze. Ich bin gespannt, ob es hier wirklich zum Regnen kommt. So, und jetzt ist ein weiterer in der Box gewesen, ein Mercedes. Der kommt aber weit vor uns raus. Jetzt ist aber die Frage, ob Perez mit DRS vorbeikommen kann. Wir verteidigen es auf der Innenbahn. Wir haben voll ERS eingesetzt und das könnte erstmal reichen, um vorne zu bleiben. Gut verteidigt, auch wenn Perez jetzt wahrscheinlich hier außenrum mehr Schwung hat und wieder das DRS aktiv.
Ah, da geht er in den Reihen und das ist jetzt schwer. Da hat Perez deutlich mehr Grip mit den frischen Reifen und geht durch. Perez drückt sich da auch an Tsunoda vorbei. Das ist gut für uns, weil wir jetzt im DRS-Fenster von Tsunoda sind, der aber wahrscheinlich jetzt dann an die Box kommen wird. Der hat es ja schon 15 Runden ausgehalten. Genauso ist es, Tsunoda geht rein an die Box. Aber wir haben trotzdem einmal nochmal DRS mitnehmen können, das ist sehr gut. Weil ich mag schon auch, dass die Reifen so langsam richtig nachlassen. Vesti geht auch an die Box, der hat ja auch weiche Reifen drauf. Gasly kommt jetzt auf harten Reifen rein. Geht dann wahrscheinlich auf Medium-Reifen, auch eine interessante Strategie. Und ich glaube auch Shogun Yu, der ja noch ungefähr 4 Sekunden hinter uns war, ist von Medium auf harte Reifen gegangen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die wirklich dieses Medium-Soft hier probieren. Das irritiert mich dann doch ein wenig. Und ich merke schon, dass die Reifen ziemlich abgefahren sind. Aber wir werden ja bald an die Box kommen und uns dann die frischen Reifen holen. Ich bin gespannt, ob wir da strategisch den richtigen Riecher haben werden. Stroll uns hier richtig unangenehm ins Getriebe kriecht. Der ist auf ganz frischen Medium-Reifen und wird uns wahrscheinlich bald überholen können. Können wir uns dann nochmal gegen Stroll wehren? Wir wollen am Ende dieser Runde eh an die Box kommen, aber Stroll, ja, das macht keinen Sinn, sich da zu sehr zu wehren. Da kommen jetzt Stroll, Norris und Alonso, alle auf einmal hier in diesem engen Segment. Stroll schafft es erstmal vorbei, Norris und Alonso müssen sich erstmal hinten anstellen. Wir fahren auch kein wirkliches Rennen gegen die Kollegen hier, von daher möchte ich da einfach möglichst wenig Zeit für uns persönlich verlieren. Es wird Zeit für frische Reifen für uns. Wir kommen jetzt an die Boxrunde 20. Shogun Yu scheidet aus. Wenn es jetzt eine Safety Car Phase gibt, das wäre ja ein geiles Timing. Gerade so pünktlich angebremst hier auf 80 km/h nach unten. Perfekt eingefahren im Prinzip. Die Reifen waren jetzt auch echt schwer fahrbar, jetzt gehen wir auf die weichen Reifen und ja, in circa 10 Minuten soll es anfangen zu regnen. Ist es jetzt wirklich ganz am Rennende? Vielleicht können wir dann sogar mit Trockenreifen durchfahren. Das wäre richtig nice. Wir kommen jetzt auf jeden Fall extrem weit hinten raus. Hinter Vesti, das ist doch ein bisschen irritierend. Ja, ich muss mich jetzt gerade erstmal ein bisschen sortieren. Wir sind 7 Sekunden hinter Vesti. Das irritiert mich doch ein wenig. Haben wir da so viel Zeit verloren in diesen 4-5 Runden, wo wir noch auf den schlechten Medium-Reifen unterwegs waren, während die schon mal frischen Reifen waren? Offensichtlich schon. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell wir da vielleicht wieder aufschließen können. Die erste volle gezeitete Runde. Eine 1:19:6, deutlich die beste Rundenzeit. Und ich weiß nicht, ob die weichen Reifen so gut bleiben. Aber wir haben jetzt gerade 3 Sekunden fast aufgeholt auf die Vorderleute. Ocon macht den 2-Stop, der kam nochmal rein, das erwarte ich eigentlich auch bei Perez. Mal gucken, ob meine Erwartungshaltung da stimmt und mal schauen, wie sich jetzt das Rennen entwickelt. Da vorne sind schon ein paar graue Wolken. Ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht auch wirklich zum Regnen kommt. Ja, auch wenn die Reifen jetzt schon wieder ein bisschen abbauen und der Übervorteil dahin ist, sind wir jetzt richtig nah dran an unserem Teamkollegen West. Die können da gut rausbeschleunigen mit DRS, sollten wir jetzt gleich kein Problem haben, da vorbeizugehen. Die Runde ist sogar über eine Sekunde schlechter als die beste von gerade, aber es sollte kein Problem sein, hier uns vor Vesti halten zu können. Das ist auch gut, dass er da nicht zurückfaltet, weil wir haben hier noch einen Auftrag, wollen weit nach vorne kommen, auch wenn es jetzt dann gleich zum Regnen anfängt, so wie es hier scheint. Ich frage gleich mal nochmal bei unserem Team nach, was der Wetterbericht sagt. Bald ist es soweit, ich bin sehr gespannt. Gut raus, beschleunigt auf Startziel. Wir haben nicht mehr allzu viel ERS und Albon hat mit Williams eine richtig gute Topspeed, aber wir kommen überraschend hier auf die Innenbahn, haben auch gerade einfach mehr Pace in unserem Reifen vorbei an Albon. Super nah dran an Tsunoda, können wir etwa da schon innen durchgehen? Ungewohnte Stelle, aber es reicht, auch wenn wir jetzt dann gleich kein DRS auf Startziel haben, aber ich denke, das reicht trotzdem, um vorne bleiben zu können. Und das sind die ersten Regentropfen. Was bedeutet das? Jetzt ist es natürlich noch zu früh, um an die Box zu kommen, aber es wäre so ein bisschen ein Poker gewesen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, heute in die Punkte zu fahren, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet hätte. Wir sind da auf jeden Fall auch weit weg. Ich glaube, Piastri hält aktuell den 10. Platz da vorne. Und jetzt fängt es hier an zu regnen und ich bin sehr gespannt, wenn ihr euch an Imola vielleicht erinnert.
Da sind einige mit weichen Reifen oder mit Trockenreifen durchgefahren oder dann noch ein, zwei Runden vor Schluss an die Box gekommen. Ich weiß nicht, ob wir hier bei diesen Bedingungen auf dieser Strecke 7,5 Runden bei Regen aushalten oder ob wir vielleicht zur Sicherheit auf die Intermediates gehen. Ich melde mal den Boxenstopp an, aber das müssen wir noch entscheiden. Ja, ich bin jetzt noch eine Runde draußen geblieben und ich glaube, das war keine gute Entscheidung. Niemand ist reingekommen, aber ich glaube, jetzt ist es langsam wirklich viel zu langsam mit weichen Reifen. Wir verlieren auch ein bisschen Zeit nach vorne. Es gibt aber noch einige Leute, die fahren durch. Und ein paar Leute, die kommen an die Box. Ich bin gespannt. Wir gehen jetzt auch an die Box. Ich glaube nicht, dass es hält hier mit weichen Reifen. Da könnten wir nicht bis zum Ende fahren. Es ist jetzt schon irre rutschig hier auch in der Boxeneinfahrt. Wow. Auch Westi kommt rein. Aber das sollte zeitlich passen. DRS ist auch deaktiviert. Es sind auch alle ab Platz 11 jetzt reingekommen. Es geht rein für uns hier. Intermediate-Reifen drauf. Und es sieht so aus, als ob die anderen hier im Regen besser klarkommen. Albon und Tsunoda hinter uns haben schon aufgeholt. Und jetzt sind natürlich einige von den Vorderleuten noch in die Box gekommen. Aber nicht alle. Manche fahren immer noch mit Slicks. Piastri hat auf jeden Fall den 10. Platz verloren. Den hat jetzt Magnussen inne. Und wenn wir eine Runde früher, noch früher in die Box gekommen wären, hätte es sein können, dass wir auch vielleicht ein, zwei Plätze gut machen, aber wahrscheinlich hätten wir das hier nicht halten können, weil ich tue mich hier sehr schwer, den Wagen gut zu kontrollieren und schnell um die Kurven zu bewegen. Runde 33 von 35, inzwischen waren alle drin, das Feld hat sich sortiert, da passiert glaube ich nichts mehr. Allerdings ist wie gesagt weiterhin unsere Pace alarmierend hier im Regen, wir kommen nicht wirklich näher an Piastri und Bottas, die fahren ein bisschen vor uns weg. Albon und Tsunoda sind nah dran, aber können noch nicht angreifen. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache, glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben, noch an uns vorbeizugehen. Aber es ist einfach keine gute Kombi für uns. Regen, Ungarn, unser Auto hier jetzt, das ist nicht passend. Es wäre besser gewesen, wenn wir quasi im trockenen Rennen beendet hätten. Aber auch da wären die Punkte vermutlich nicht möglich gewesen. Ja, wir konnten jetzt in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen nach vorne aufholen. Das lag jetzt aber mehr an einem technischen Defekt bei Valtteri Bottas als an unserer Fahrkunst. Aber wir konnten jetzt auch Platz 14 verteidigen vor Albon und Tsunoda. Es ist dann nichts mehr angebrannt. Und für das, dass wir einen schlechten Startplatz hatten und das Ungarn ist, kann man doch sehr zufrieden sein. Mit so einem 14. Platz hier in Ungarn, würde ich sagen. Okay, pick. Change their minds, 'cause you were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Lewis Hamilton gewinnt heute in Ungarn. Sehr, sehr gut für Mercedes. Und Charles Leclerc ist Zweiter, Verstappen wird Dritter. Also es hat jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemacht, ob man auf Soft, Medium oder harten Reifen losfährt. Alle Strategien haben so ein bisschen zum Ziel geführt. Für Russell war es am Ende sogar schlecht, mit Softreifen loszufahren. Der ist nur Fünfter geworden. Perez hat es ja sogar mit einer Dreistopp am Ende geschafft, fast wieder bei seinem Startplatz rauszukommen, ist am Ende Siebter geworden. Stroll und Gasly holen die letzten Punkte. Magnussen geht ganz knapp leer aus. Da hat ihn Gasly noch bekommen über den Stop of Intermediates. Und ansonsten sind bestimmt ein paar Leute enttäuscht. Zum Beispiel Ocon mit einer 3-Stop ist rausgefallen aus der Top 10. Ansonsten gab es aber keine große Überraschung, muss man sagen. Westi am Ende auch
nur 18. geworden. In der Rangliste tut sich nicht allzu viel, außer um Platz 2. Das sind Leclerc, Perez, Russell und Hamilton innerhalb von 6 Punkten. Da ist das so richtig eng, der Fight um Platz 2. Carlos Sainz relativ einsam auf der 6 vor Alonso und Norris. Und wir weiterhin auf Rang 9. Da unten verschiebt sich auch nicht allzu viel. Magnussen, Zhou, Guan Yu, Vesti, Sargent und De Vries weiterhin mit 0 Punkten. Und was die Konstrukteurswertung angeht, mit dem Punkt von Gasly heute, wird es natürlich wieder ein bisschen enger. Nur 3 Punkte Vorsprung haben wir aktuell vor Alpine. Zurück im Hauptmenü beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Hauptthema in dieser Saison. Wir gehen hier mal auf eine neue MGUK. Dadurch, dass wir einigermaßen bei der Saisonhälfte sind, scheint das gut durchzuhalten. Wir haben die erste und zweite Einheit jetzt ungefähr gleich lang gefahren und jetzt können wir auf die dritte wechseln. Das sollte kein Problem darstellen. Warum wir jetzt für dieses fünfte Getriebe keine Gridstrafe bekommen haben, weiß ich nicht. Aber ich bin gerade ziemlich irritiert, denn ich könnte aktuell gar kein sechstes einbauen. Das ist sehr, sehr seltsam. Überall könnte ich ja hier auf dieses Plus gehen, aber beim Getriebe gibt es diese Option nicht. Ich hoffe, dass das kein Bug oder ähnliches ist, weil sonst können wir ja die Saison komplett vergessen, weil wir dann jedes Getriebe bis zum Platzen bringen und dann jedes Rennen gar nicht mehr antreten können, oder wie ist das dann zu verstehen? Also da bin ich mal gespannt, ob das jetzt vielleicht gerade nur ein Anzeigefehler ist oder ob das jetzt permanent so sein wird hier. Bei der Forschung und Entwicklung ist so einiges hier gerade im Gang, deshalb brauchen wir da nichts machen. Es gibt auch hier nur den Triebwerk-Teamaufbau und da würde ich sagen, nehmen wir doch lieber das Reaktionstraining für Vesti und pushen den in der Hoffnung, dass der endlich mal wieder in Richtung Top 10 fährt. Das war ja nur ein Rennen, wo er sich richtig gut geschlagen hatte, wo er zwischendurch auch vor uns war. Das war in Kanada, da war er dann mal auf Platz 11 und dann am Ende hat er noch ein paar Plätze verloren. Aber da war es auf jeden Fall relativ knapp, muss man sagen. Ist aber aktuell in der Gesamtwertung immerhin vor Sargent und De Vries, allerdings hinter Zhou Guan Yu. So, Forschung und Entwicklung bei der Chassisabteilung. Da können wir tatsächlich doch noch was machen, habe ich gerade gesehen. Da hat sich jetzt noch was freigeschaltet. Da waren jetzt die Hubdämpfer ewig in Entwicklung. Die sind jetzt angekommen und jetzt könnten wir hier weitermachen mit den Reifenanalysedaten. Da geht es um die Reifenabnutzung, die sich dann verbessert, oder hier oben die Gewichtsverteilung. Und weil wir eh so Aerodynamikprobleme haben, würde ich das am ehesten als nächstes in die Wege leiten. Hier geht es um die Verteilung der Motorhaube. Ja, was anderes gibt es vor dem Rennen von Belgien nicht mehr zu erledigen. Da freue ich mich schon besonders drauf, denn da gibt es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal einen Sprint. Und das ist schon cool, gerade auf der Strecke in Spa, da freue ich mich sehr drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in Belgien wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.